Hallo, mein Name ist Daquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Sibirien und der 100er Karte. Wir haben Tag 16 erreicht und stehen auf Rang Nummer 9 mit 109 Siegpunkten. Wir haben Kasachstan besiegt, wir haben hier auch ein paar schöne Provinzen bekommen, auch Kustanai zum Beispiel. Das müssen wir noch, sehe ich gerade, sichern, revoltentechnisch, können wir machen, alles kein Problem. Und ja, wir werden langsam ein bisschen größer, aber jetzt auch nichts Wildes, ne? Macht uns keine falschen Hoffnungen. Obwohl wir schon 62 Provinzen haben, ist eigentlich nicht wenig, aber haben halt die falschen Ressourcen irgendwie hier im Land, das ist ganz, ganz furchtbar. Aber wir bauen weiter aus und wir müssen noch mal gucken, dass wir jetzt diese Folge hier mal ein bisschen nutzen, weil ich war gestern nicht da, ich hatte wenig Zeit. Wir machen mal ein bisschen Einkäufe und gucken dann, dass wir mal unsere Infrastruktur etwas auf Vordermann bringen. Das geht ja so nicht, wie das hier gerade ist. Wir wollen ja auch unserer Allianz ein bisschen helfen und das machen wir aktuell wie gefühlt gar nicht. Das ist ja hier, das kannst du ja keinem erzählen. Wie sieht es denn aus kriegstechnisch aktuell? Die sind im Krieg mit all denen. Also Schottland ist ein Feind, so offiziell. Das heißt, da sollten wir jetzt eigentlich helfen. Das heißt, wir gehen jetzt auch rein und wir gehen mit denen mit. Wir rennen da jetzt dann rein, helfen denen mit Finnland und allem und schicken da Truppen rein. Das heißt, wir brauchen jetzt eine bessere Produktion. Wir haben hier schon mal ein paar gute Produktionen auf jeden Fall. Das sehen wir sehr gerne, was hier passiert. Ne? Da werden die Panzer gebaut und so schweren Waffen. Aber wir brauchen dringend noch ein bisschen mehr davon. Was wir vor allem brauchen, ist Material. Das heißt, wir sollten mal am besten Provinzen wie diese hier aufrüsten. Dann machen wir einfach eine Bauschleife, sagen so, so und dann sagen wir zack, zack, zack. Und ich würde sagen, gleiches tun wir auch hier in dieser Provinz. Sagen Bauschleife zack, zack und dann sagen wir zack, zack, zack. Und dadurch können wir dann gleich hier eine Level 4 Fabrik überall bauen. Dann verdoppeln wir schon mal unsere sehr, sehr magere Produktion. Immerhin etwas, ne? Also immerhin ist es etwas. Und dann können wir vielleicht noch hier eine Eisenbahn bauen. Und dann können wir vielleicht noch in Perm eine Eisenbahn bauen oder hier in Irkutsk. Diese großen Provinzen können wir mal aufrüsten. Cheetah wäre noch so eine tolle Produktionsprovinz auch. Da würde ich mal sagen, Workshop, Workshop, Fabrik, Fabrik, Fabrik. Und dann können wir dadurch dann hier so ein bisschen mehr Produktion etablieren im Land. Auch hier unten, Schöbalsan wäre noch so ein Ziel. Und dann muss das schon irgendwie funktionieren. Dann müssen wir noch ein bisschen Holz einkaufen jetzt. Und dann können wir damit dann nämlich mehr produzieren, sobald es dann soweit ist. Wird noch ein bisschen dauern natürlich. Aber ich denke, so können wir unsere Zukunft fürs Erste sichern. Denn das ist ja aktuell nichts. Und ich würde wirklich auch gerne mehr helfen. Also ich will nicht, dass das hier Boom alleine machen muss. Unser Spawn, also unsere Startposition, ist halt nicht die beste. Ne? Das ist ganz klar. Das ist halt wirklich nicht so geil, wie es da aussieht. Weil wir halt eben ja auch wirklich nicht die beste Geografie haben. Sowohl was Ressourcen als auch was Laufwege angeht. Aber wenn wir jetzt da ein bisschen helfen, dann können wir uns zumindest nützlich sein. Wir haben jetzt auch ein Militär von einer Größe von 211.000. Auch das ist nicht viel, aber es ist zumindest besser als nix, hoffe ich mal. Und langsam werden unsere Panzer ja auch fertig. Unsere Armeen sind jetzt auch schon zumindest so groß. Ne? Wir haben ein paar Panzer da, Kavallerien hier. Ja, also es hat halt nichts Wildes, aber wir haben halt auch wirklich eine schwierige Phase gehabt irgendwie. Auch gerade mit Korea, es war halt ganz schön brutal. Ich hoffe einfach, dass das jetzt besser läuft. Ich muss aber auch sagen dazu, das war schon für Sibirien eigentlich einer der besten Runs und zeigt eben auch, wie Nationen mit großen Provinzen wirklich hart unterlegen sind. Du kannst einfach nicht kompetieren, auch wenn wir waren wirklich aktiv. Ich habe wirklich viel gemacht, die Generäle genutzt, auch gute Generäle gehabt. Es ist nicht mal ansatzweise sind wir imstande gewesen, irgendwie mitzuhalten mit unserer Allianz. Und ich würde schon sagen, wir haben das relativ schnell und aggressiv gespielt. Ich hätte besser sein können, bestimmt. Aber wir waren schon wirklich aggro. Wir haben auch Nahkampf immer fokussiert, ne, keine Arti und so. Wir hatten zwar auch Artis gehabt, weil wir nichts anderes bauen konnten, aber wir haben eben auch viele Kavallerien genutzt, wir haben viel Nahkampf gemacht. Es ging einfach nicht schneller. Da war Korea der einzige Lichtblick, aber die Provinzen sind so riesig groß, da hat halt Burma viel mehr davon. Und da kamen wir einfach nicht hinterher. Ich hoffe, das hat man irgendwie auch gemerkt, weil ich habe es wirklich versucht, wirklich, wirklich, da irgendwie schneller zu sein. Es ging einfach nicht. Es war wirklich so schon überraschend schnell für Sibirien. Und das ist eben der Grund, warum du Sibirien fast nie siehst, nie als großes, kontrollierendes Land. Teilweise mal als Teil einer Koalition wie hier, aber mit Sibirien Solo-Sieg stelle ich mir wirklich sehr schwer vor. Das ist so wie die Alaska- oder Sibirien-Länder auf der 500er-Karte. Du hast einfach überhaupt keine Chance, mit Europa kompetitiv zu bleiben. Du kannst halt in einem Tag eine Provinz vielleicht einnehmen und die können halt 10 einnehmen. Also du wirst niemals mithalten können, auch wenn du wirklich 100% gut spielst und eine gute Runde hast. Und ich denke, wir hatten eine relativ gute Runde mit Sibirien, eine sichere Koalition, viele sichere Grenzen. Korea war unser Feind, konnten aber alles ausschalten. Haben wir gut gemacht, denke ich. Es gab nur ein paar Rückschläge und trotzdem sind wir jetzt nur so groß. Und es dauert immer noch ewig lange, auch hier der Weg. Das sind halt 8 Stunden. Das sind 2 Provinzen, das dauert ewig. Ne? Das ist eine riesig lange Laufzeit. Überlegt euch mal, wenn das Feindprovinzen waren. Da sind wir ja 2 Tage marschiert hier. Also, ja, da kannst du halt nichts erreichen. Die können in 2 Tagen ganz Europa durchqueren. Das ist eben unser Problem. Aber wir werden jetzt beitreten. Wir werden im Kampf gegen Schottland helfen.
Vielleicht können wir auch mal Provinzen traden mit denen, dass wir eine eigene Front hier aufbauen können mit Eisenbahn und so. Und dann passt das schon. Ich würde auch mal sagen, wir tauschen vielleicht mit China noch eine Provinz hier. Wüsste man nicht welche, ehrlich gesagt. Ist ja eine Stahlprovinz immerhin. Wir gucken mal, wie wir das machen wollen. Wir landen erstmal noch dann auch in Japan demnächst. Wir sammeln hier bereits eine Armee. Werden dann hier in Hokkaido landen. Wir werden auch Chabarovsk einnehmen. Das ist nämlich dann noch eine Provinz, die ich gerne hätte. Gerade Nahrung braucht man dringend. Wir werden Yushno einnehmen. Und dann hier drüben versuchen, irgendwie den Feind hier der KI ein bisschen zu bekämpfen. Wird nicht sehr leicht werden, weil die ja eine starke KI ist, die ja auch für sich gut gehalten hat. Aber vielleicht können wir mal irgendwann ein Schiff noch rüberschicken, um da was zu machen. Mal gucken, wie wir das lösen wollen. Aber fürs Erste sind wir übrigens auch auf einem sehr guten Weg, was die Generäle angeht. Wir haben die Operation nämlich abgeschlossen, die Operation für unseren Artilleriegeneral. Das heißt, wir stehen aktuell bei diesen Standpunkten hier. Wir haben jetzt 50 Medaillen für unseren Bruchmüller, den haben wir auch deployed. Wir haben 40 Medaillen Level 1 für Viscount Allenby. Wir haben 130 für Orhan Kangaldemir Level 2 und wir haben Callahan voll freigeschaltet. Und wir stehen bei 20 für Lawrence von Arabien. Das ist mitunter einer der komplettesten Wege, den man aktuell gehen kann. Wir haben nur eine Mission nicht ganz abgeschlossen, aber zu drei Vierteln, die für einen Viscount Allenby, den hätte man, glaube ich, noch aufrüsten können. Haben wir nicht geschafft, aber auch die Mission hier unten für Stalwart Defender, die macht guten Fortschritt, obwohl es da, glaube ich, aktuell einen Bug gibt. Ich glaube, die wird aktuell nicht korrekt ausgeführt. Da ist irgendwas, ist da, meine ich, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, schiefgelaufen. Auf der Karte, die wir da haben, da haben wir eigentlich schon längst genug Provinzen eingenommen, aber aus irgendeinem Grund funktioniert da irgendwas nicht. Wir haben bereits 100 Provinzen, aber es ist, dachte ich zumindest, aber es geht irgendwas nicht richtig. Das heißt, ich glaube, das wurde noch nicht ganz ausgeführt, aber ansonsten sind wir auf einem sehr guten Weg, hier alles freizuschalten. Das funktioniert, das läuft. Das heißt, ja, wir haben einen sehr guten aktuellen Heldenstand erreicht. Die Frage ist halt jetzt, was sind die neuen Missionen, die kommen werden? Wie wird das dann durchrotiert? Gibt es hier eine Callahan-Mission irgendwann, die uns ja nicht viel bringen wird? Werden die Missionen angepasst an den aktuellen Stand? Weil Callahan ist ja an sich ein Anfängergeneral. Das heißt, die müssten dann wahrscheinlich irgendwann sagen, gewisse Operationen geben dann noch mehr Extras. Obwohl wahrscheinlich es so sein wird, dass einfach der Callahan immer wieder mal auftauchen wird zwischendrin mit anderen Boni dann. Ich würde halt wirklich sehr gerne Viscount Allenby freischalten. Das ist also auch weiter aufleveln. Das ist eigentlich mein Hauptziel. Weil Kavallerie ist geil und mit ihm kannst du am meisten unseren neu geplanten Spielstil weiter durchführen. Der Geschwindigkeitsbonus ist super, die Kavallerie-Spawns sind super. Das ist der fürs Early Game. Das ist der King des Early Games. Der wird alles regeln. Artillerie ist nicht ganz so relevant. Ich würde die auch gerne weiter aufrüsten. Ist ein cooler General. Bestimmt sehr nützlich fürs Late Game in gewissen Aspekten. Lawrence ist natürlich fantastisch. Will ich sowieso haben. Aber der ist eh schwer zu bekommen. Callahan ist ignorierbar. Und auch er hier ist halt sehr situationell. Der ist geil im Early Game als extra Defensive. Du bist quasi unannehmbar mit ihm. Der hilft dir wirklich sehr. Aber das hier ist da, wo es begraben ist. Da wollen wir rein. Den will ich weiter aufrüsten. Da hoffe ich auf weitere Missionen. Weil die will ich unbedingt priorisieren. Level 2 und 3 hier, also gerade Level 3 mit dem Speed-Bonus ist super, aber dann hier Level 4 mit dem 15%igen Speed-Bonus und 20% extra Schaden mit 2 Cavs, das ist schon, da geht's halt los, ne? Level 4 und Level 5, das ist halt wirklich ein sehr guter General und den müssen wir unbedingt weiter im Auge behalten, weil den brauchen wir, weil der macht im Early Game alles aus. Und dann brauchst du auch im Late Game keine Generäle mehr, weil wenn du dann mit dem im Early Game alles aufräumst und Provinzen einnimmst ohne Ende, die du eigentlich gar nicht haben könntest, dann ist dein Late Game ja schon sicher. Das ist ja, darum geht's ja. Du musst ja in den ersten 5 bis 10 Tagen alles einnehmen, was du kannst, bevor dann die großen Armeen auftauchen. Wenn du dann groß genug bist, kannst du die größten Armeen haben, ganz klar. Und da wäre eben Viscount Allenby einfach fantastisch für. Da brauchen wir dringend mehr von. Haben leider keine Kavallerie behalten, bis auf die 6 hier drüben. Also doch ein paar. Die sind aber nicht da, wo sie sein sollten gerade. Das heißt, der kann nur ein bisschen was machen, aber der kann eben 10% Bonus geben, plus seine eigenen Boni. Das sind also quasi mehr oder weniger so 8 Kavallerien, anstatt 7 oder sogar fast schon 9 mit seinen Stärken. Das ist ganz gut. Wir könnten theoretisch weitere bauen, haben aber gerade keine Produktionskapazität. Aber ich denke, das kriegen wir alles hin. Da werden wir, glaube ich, eine sehr, sehr coole Armee bauen können, auch hier in der Runde noch. Wir werden jetzt mit den schweren Panzern auch bald auftreten. Da werden wir sicher dann auch Finnland überwältigen können. Die sind auch nicht so groß. Ich denke, das ist alles sehr möglich. Ich sehe auch gerade, Namibia ist hier rausgegangen. Die bekämpfen ihre eigene Koalition. Das ist noch interessanter. Die wollen wahrscheinlich auf Solosee gehen. Die haben sich da wohl gesehen. Die hoffen, dass sie das schaffen können. Aber ich glaube nicht, dass sie es schaffen werden. Denn die verlieren ja bereits aktuell gegen Burma. Mit denen sie gar nicht im Krieg sind. Aber sie haben ja verloren gegen die theoretisch. Ich habe ein bisschen Sorge davor. Warte mal, haben wir die abgeworben? Ach, die haben wir abgeworben, kann das sein? Die haben wir, glaube ich, abgeworben. Spannend, okay. Das heißt, Namibia könnte auch uns beitreten. Muss man mal gucken, wie das dann aussieht, was der Plan da ist. Da gab es noch keine Kommunikation zu. Finnland ist ja auch AFK, sehe ich gerade sogar. Also ja, wir sehen mal, was da passieren wird. Ich habe da große Hoffnung. Dann könnte die Runde sogar bald vorbei sein. Wenn die uns beitreten, haben wir dann schon hier
700-800 Punkte geknackt. Erstaunlich wenig Punkte haben wir eigentlich, muss ich gerade sagen. Also dafür, dass wir eigentlich schon ja fast ganz Eurasien haben, ist das gar nicht mal so viel. Aber das sollte alles werden. Australien ist ja noch aktiv, weil das kriegt bestimmt hier Madagaskar, nicht Madagaskar, aber Malaysia hin. Und dann wäre der Weg nach Amerika der nächste wahrscheinlich, vielleicht sogar für uns. Mal gucken. Also das wird nochmal eine ganz andere Runde werden, weil der große Feind hier vielleicht gar nicht auftritt. Das scheint hier ja sicher irgendwie geklärt zu haben. Müssen halt mal schauen, was dann passiert. Und dann könnte das bald nochmal ein ganz anderes Bild bekommen, die Karte hier. Wir sind nicht wirklich Teil davon, da wir halt oben isoliert in der Ecke sind hier oben. Wir haben nichts zu tun, wir haben keine Aufgaben, wir sind sehr ignorierbar, haben kaum Militär, kaum Größe. Also wir sind schon visuell groß, aber nicht von der Stärke her. Das heißt, wir sind da so ein bisschen stiller Beobachter, aber wir können zumindest unsere Generäle ausprobieren. Und das macht doch Spaß, oder? Wir können vielleicht auch mal Callahan hier rüberschicken. Dann kann der hier mitarbeiten. Und ja, macht doch trotzdem Spaß. Wir haben die Generäle einmal zum Anschauen. Und darum ging es ja auch in dieser Serie. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.